Hallo Leute, willkommen bei Manor Lords. Dies ist ein Städteaufbauspiel und das gibt's gerade kostenlos als Demo-Version auf Steam bis zum 10. Oktober im Rahmen vom Next Fest. Wenn ihr interessiert seid an Demo-Versionen, lohnt es sich da mal reinzugucken. Da gibt es gerade hunderte von kostenlosen Demos und es gibt einige Spiele, die ich eigentlich gerne mal anspielen würde. Aber ich schätze mal, diese Woche reicht's mir zeitlich nur für dieses Manor Lords. Das hat mich am allermeisten interessiert. Ja, und ist wohl in erster Linie ein Ein-Mann-Team, der das macht. Und hat wohl noch ein paar freischaffende Künstler mit dabei, aber in erster Linie ein Einzelentwickler. Das finde ich schon ganz beachtlich. Und es spielt irgendwie so um 1300-1400 in ja irgendwo Mitteleuropa. Ist halt ziemlich mittelalterlich und man fängt nicht etwa hier mit so einem Manor an, also einem schlossartigen Herrenhaus, sondern wie üblich sehr bescheiden. Ja, im Unterschied zu anderen Städteaufbauspielen hat dies wohl nicht in der Demo, aber später auch ein Kampfsystem, wo man dann andere Landstriche erobern kann oder erobert wird. Und das hat die Demo nicht, was mir gefällt, denn dann kann ich sie unbesorgt spielen. So, jetzt gucken wir hier mal. Also, es gibt hier verschiedene Modi, die man spielen kann, aber jetzt eben noch nicht. Der The Robber Baron. Jetzt ist alles noch auf Englisch, aber später wird es das auch auf Deutsch geben. Und ja, gegen den muss man kämpfen, gegen den Räuberbaron. Und das nächste ist Realm Conquest. Realm kann ich immer nicht richtig aussprechen. Ich sollte mir das vielleicht öfters mal anhören, wie das ausgesprochen wird. Und ah ja, da muss man sich streiten über bestimmte Gelände. Und hier, das ist jetzt Rise to Prosperity, Aufstieg zu Reichtum, und das können wir jetzt spielen. Und wir sind der erste Lord, der diese Länder besiedelt. Und wir starten ganz klein und bauen ein mittelalterliches Dorf auf. Und wir können schon ziemlich weit spielen, aber wir können nicht speichern. Darum kann ich nur ein paar Folgen spielen, denn jetzt ist schon 12:30 in der Nacht und morgen will ich andere Sachen aufnehmen. Ja, ich spiele einfach so lange mir meine Stimme mitmacht und dann gucken wir, wie viele Folgen es geworden sind. Jetzt schauen wir mal. Ich will natürlich nicht dieser Typ sein, sondern diese edle Dame. Kann ich den Namen ändern? Ja. Lady Tanner natürlich, also wenn schon, denn schon. Und ich kann hier mein Wappen ändern. Ich würde sagen, das sollte grün sein, wie mein schickes Kleid. Und dann kann ich hier eine Sekundärfarbe wählen. Gucken wir mal. Blau, okay, das sieht man nicht für Unterschied. Und für das Symbol kann man auch eine Farbe wählen. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Nehmen wir hier mal dunkelblau. Ja, schick, schick. Und auch eine zweite Farbe. Nobel, nobel. Gibt es da noch ein dunkleres Blau? Nee. Wie sieht lila aus? Suboptimal. Das sieht fast besser aus. Ja, ich denke mal, die zweite Farbe sollte dunkler sein als die erste Farbe. Ich nehme das mal so. Und hier können wir auswählen, wie das Wappen aussehen soll. Schick, schick. Gibt es ein Einhorn? Oh, hier ein schicken Vogel mit Goldring. Und da irgendwie ein
Bock. Ist das ein Steinbock? Könnte sein, dass das ein Steinbock ist. Oh, hier gibt es richtig viel Auswahl. Ist ja cool. Aber oben habe ich so einen Baum gesehen. Der hat mir gut gefallen. Der oder dieses hier. Ich glaube, der Baum gefällt mir noch besser. Okay, dann machen wir mal weiter. Und hier kann man wählen. Starting Supplies, Standard. Oder Nothing. Nee, nee, nee. Oder Double. Wir machen mal Standard. Mit Double wäre es zwar bestimmt einfacher. Und Approval. Tolerant. Balanced. Oder Demanding. Wir machen Balanced. Und ich nehme mal an, die Weather Events sind Non. Balanced und Difficult. Nee, für Difficult sind wir noch nicht ausgestattet. Wir beginnen das Abenteuer. Ja, das sieht doch schon vielversprechend aus. Aber ich glaube, mit dem Schloss, das ist nichts für die Einsteigerversion. Ah, da, so sieht's aus, genau. So sieht's aus. Ja. Jetzt kommt eine neue Nachricht. Gucken wir hier mal. Ja, auf Englisch. Ich lese es mal kurz durch und sag euch das dann sinngemäß. Also. Ja, das Zentrum eines Dorfes ist das Feuer. Und in diesem, an diesem kalten Frühlingsmorgen frieren denen die Fingerspitzen und so weiter. Und es gibt noch viel Nebel. Also es ist noch kalter Frühling. Und wir sollen was bauen. Und zwar ein Lebensmittellager, ein Holzfällercamp, eine Sammelhütte und ein Lagerhaus. Gut, soweit, so gut. Alles relativ normal. Ich habe hier schon ein bisschen drin rumgespielt, weil ich häufig bei solchen Spielen beim ersten Durchlauf was ganz Wesentliches verpasse und dann da zu kämpfen habe. Und das will ich euch eher nicht zumuten. Ja, und hatte ich auch hier, die haben dann auf einmal gar nicht mehr gearbeitet. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Man kann da nämlich sehr nah ran und die sind... Es ist fast wie in einem First-Person-Spiel oder so wie Medieval Dynasty von der Bildqualität. Finde ich sehr beachtlich. Und man kann auch selber drin rumlaufen. Mal gucken, ob das hier jetzt auch geht. Ah, das ist Very Work in Progress. Und dann ist man hier so ein rot gekleideter Typ. Also nicht die Tanner mit dem grünen Kleid, sondern ein anderer. Kann sogar rennen. Hier haben wir schon was zu essen. Und da schwankt man auch ziemlich in dem Modus. Aber ich finde das cool. Aber spielen kann man in diesem Modus nicht. Man kann sich das nur angucken. Das ist wie so eine Art erweiterter Postkartenmodus. Okay, wir fangen mal an. Ich mach mal wieder Pause. Eigentlich... Ja, jetzt ist wieder Pause. Sollten erst mal gucken, was wir hier so haben. Rot ist unsere Grundstückgrenze. Oder unsere Dorfgrenze. Und wir haben hier Bären und wilde Tiere. Das ist gut. Wir können hier auch Eisen abbauen. Und das ist, glaube ich, schon außerhalb. Das ist eine Handelsroute. Das heißt, hier kommen die dann vorbei. Es würde also Sinn machen, unser Dorf hier so um diese Straße rum zu arrangieren. Und aber die Bärensammlerhütte, die sollte man vielleicht hier in die Nähe setzen. Zuerst brauchen wir aber ein Lebensmittellager.
Dann würde ich sagen, wir fangen mal. Tja. Lebensmittellager sollte ja eigentlich schon im Dorfzentrum sein, denke ich. Das wäre dann hier sinnvoll, auch wenn das hier jetzt nicht gerade so nah ist. Oder wir machen es hier. Ich glaube, da geht es dann stark bergab. Ich mach mal das Dorfzentrum hier. Und darum dann auch das Lebensmittellager. Und das stelle ich vielleicht hier so hin. Dann hat man einen Kompromiss zwischen Nähe hierzu und Nähe zum Dorfzentrum. So. Lebensmittellager. Hier. So. Und die Straßenverbindung. Das ist dieser Knubbel. Den mache ich mal so, dass wir das später an eine Straße anschließen können. So. Und hier schreibt er jetzt, dass nicht zugeteilte Dörfler arbeiten automatisch im Baugewerbe. So. Und hier haben wir jetzt Baugewerbe. Und ich stelle es natürlich hier auf Laufen. Und ausnahmsweise stelle ich sogar mal... Ne, wir gucken erstmal zu, was die so treiben. Und dann stelle ich es auf etwas schneller, damit wir möglichst viel schaffen in den wenigen Folgen, die ich das hier spielen kann, heute Nacht. Hey, Leute, an die Arbeit, an die Arbeit. Ja, da kommt schon einer, da kommt schon einer. Gut. Na, der zieht den Ochsen. Ich finde das cool, dass hier ein Ochse bei der Arbeit ist. Das ist auch mal was anderes. Es gibt ja irgendwie endlos viele Städtebausimulationen. Gerade so mittelalterlich. Ich denke mal, der Erfolg von Banished und Co. hat viele inspiriert. Und dann war vielleicht auch noch, als bekannt wurde, dass es mit Siedler nichts wird, haben sich vielleicht viele gedacht, oh, da springen wir in die Lücke und machen ein Städteaufbauspiel. Und darum gibt es jetzt so viele. Und ja, da muss sich ein Spiel schon ziemlich anstrengen, um sich da zu behaupten in der Fülle. Aber hier, wie die bauen, das finde ich schon ziemlich cool. Und was für lustige Klamotten die anhaben. Und wir gucken uns auch gleich nochmal die Landschaft an. Der Friedlein. Lustige Namen haben die. Hans. Was ist das? Peter. Das klingt schon alles sehr mitteleuropäisch, würde ich sagen. Ah, jetzt kommt das Dach. Der Ochse hat Gemut. Ja, hier mal gucken. Das dauert schon noch ein Minütchen. Da können wir mal einen Blick hier rundherum riskieren. Guck doch mal. Ich finde das sehr, sehr schön. Und da hinten... Ah, großartig finde ich das. Hier so sanfte Hügel. Und da hinten, da geht es dann gleich richtig zur Sache. Da liegt sogar noch etwas Schnee. Aber so richtig Alpen sind das auch nicht. Das ist so, jo, verschärftes Mittelgebirge irgendwie. Sehr, sehr schön.
In der unmittelbaren Nachbarschaft haben wir ja schon kurz geguckt. Ja, da gibt es viel Wild, aber ich glaube, auf diese Sachen können wir alles nicht zugreifen. Oh, und wir sind hier offenbar diesmal direkt am Kartenrand. Weiß ich gar nicht, war mir das immer? Also, genau, das ist auch was. Man kommt nicht jedes Mal in die gleiche Karte, sondern das ist jedes Mal ziemlich anders, wo man landet. Okay, hier muss ich jetzt einen Mitarbeiter zuweisen. Es ist fertig geworden, unser Nahrungsmittellager. So. Can I stay with his drink? Can I stay where there's drink? Er möchte gerne da bleiben, wo es Drinks gibt. So weit sind wir noch nicht. Irgendwie habe ich hier den Hans. Ich will aber diese. Nicht den Hans, sondern die Grännerie haben. Die sind da wo alle drin. Na, ja, ich krieg das schon noch. Jawohl, jetzt! Hier kann ich einen zuweisen, nicht gezielt einen, sondern einfach nur, dass da überhaupt einer arbeitet. Und der trägt dann, gucken wir mal, es ist der Hans geworden. Ja, der war am Anfang ja auch schon sehr engagiert. Der trägt jetzt einen nicht vorhandenen Korb. Es ist eine Demo-Version. Also später wird man da bestimmt einen Korb sehen. Und bringt den jetzt hierher. So. Und liefert ihn ab. Und jetzt bauen wir die nächste Aufgabe, und zwar das Holzfällercamp. Tja, da frage ich mich, bauen wir das hier erstmal hier hin, damit die diese ganzen Bäume wegfällen. Ich denke mal, das macht Sinn. Und später ziehen wir das um. Denn wenn hier so unser Dorfbereich ist, können wir so viele Bäume gar nicht gebrauchen. Auch wenn es schade ist. So. Tja. Was ich mich jetzt frage, wenn ich das jetzt hier hinbaue und da steht Uprooted Trees, werden die verwendet, diese Bäume? Ich fürchte fast nicht. Darum, ich setze es mal hier hin. Dann hat es auch noch Zugriff hier auf diesen Wald. Und ich hoffe mal, dass. Ah, man kann das, glaube ich, zuweisen, wo es zuerst arbeitet. Und später kann man das dann umdefinieren. Und jetzt lasse ich es mal schneller laufen, damit wir hier zu Potte kommen. So. Und zuerst sind hier irgendwie nur 5 Männer, die jetzt erstmal was aufbauen. Und erst wenn wir richtige Häuser gebaut haben, dann ziehen die Familien nach. Und dadurch kriegen wir dann automatisch mehr Arbeitskräfte. Die Frauen und Kinder arbeiten immer da, wo auch die Männer jeweils eingesetzt sind. Also ein Familienarbeiter sind dann immer mehrere. Sind sie gleich fertig? Dann gehe ich mal auf langsam, um da dann einen anzustellen. Jawohl, sehr gut. So, denn wir brauchen natürlich neues Holz. Noch haben wir 4 Holz. Als nächstes eine Beerensammelhütte. Die machen wir am besten in der Nähe von den Beeren. Da muss der nicht so weit gehen.
Ich frag mich nur, ob es Sinn macht, die hier in den Wald zu setzen. Schauen wir mal. Bärensammelhütte. Ja, da gehen zwei Bäume bei Flöten. Ah, hier keine. Ich setze die mal hier hin. Die Bärensammelhütte. Na, eben war ohne. Jawohl. Mitten im Wald. Aber ich denke mal, das macht Sinn. Und jetzt stellen wir hier wieder auf schnell. Damit sie die zügig bauen. So, baut mal schön. Und jetzt haben wir natürlich immer weniger Arbeiter, die auf dem Bau arbeiten. Aber ja, noch sind es 3 Bauarbeiter und 2, die schon festen Job haben. Oh, fertig. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir noch 2 Bauarbeiter. Jetzt müssen wir ein Lagerhaus bauen. Ich denke mal, das sollte wieder relativ zentral gelegen. Tja. Ist die Frage mehr so Richtung Holz oder mehr Richtung Dorfzentrum? Ich glaube, ich mache es da so in Richtung Holz erstmal. Und bestimmt braucht man später auch noch mehr Lagerhäuser. So. Passt das da überhaupt hin? Ja. Und da wird nicht mal ein Baum abgerutet. Ich nehme das mal so. Und mache es auch mal schneller. In rasender Geschwindigkeit. Und jetzt fällen sich hier auch schon Bäume. Einen haben wir schon dazu gekriegt. Dann können wir auch bald Häuser bauen. Oh, schon fertig. Super. Sehr gut. Und jetzt, bescheidene Anfänge. Supplies. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Supplies heißt. Ich weiß aber, was es bedeutet. Die Nahrungsmittel und andere Ausrüstungsgegenstände sind trocken und sicher. Und ja, sie erzählen sich am Feuerplatz und sie wollen jetzt einen Brunnen haben und sie wollen 5 Wohnhäuser haben. Gut, das können wir machen. Und was ich jetzt bei meinen Überlegungen ganz vergessen hatte, ist zu berücksichtigen, wo Wasseradern sind. Denn die Brunnen müssen auf Wasseradern stehen. Aber hier, das könnte man nehmen. Da könnte man dann einen Brunnen hinstellen. Und dann kann man da so rund um die Straße hier Häuser setzen. Ich denke mal, das macht Sinn. Also erstmal den Brunnen, da brauchen wir ein Holz. So, sehr gut. Oh, und da ist ein guter Jagdplatz. Eben haben sie da... Mal gucken, ob man die hier so auch sieht. Nee. Eben hat man die besser gesehen. Und ich denke mal, wir bauen auch ziemlich bald mal so eine... Jetzt sieht man's. Oh, die kostet gar nichts. Ich baue gleich mal eine Jagdhütte. Denn Nahrungsmittel sind natürlich knapp im Mittelalter. Kann höchstens sein, dass die Mitarbeiter knapp werden. Aber dann wäre das Jagdlager schon mal irgendwie, zumindest schon mal gebaut. So. Jetzt fangen sie hier mit dem Brunnen an.
Und wenn der fertig ist, dann fangen wir mit dem Besiedeln an. Gut, wunderbar. Das ging ja zackig. Und hier kommt ein Händler vorbei, aber da braucht man erst einen Händlerposten für. Okay, jetzt kommen Wohnhäuser. Das ist hier ein lustiges Verfahren. Hier wird das gezeigt. Man setzt nicht das Haus selber, sondern man weist denen ein Grundstück zu und sagt auch, dort soll das Haus stehen, und das andere sind dann Ergänzungsgebäude, die man da später noch hinsetzen kann. Und dadurch kann man das halbwegs organisch aussehen lassen. Das muss ich mal gucken. Ich glaube, ich fange mal hier an, damit wir nicht gleich mitten in diesen Wald reinschneiden. So. Eigentlich kann man hier so entlang... Ne? Wie viel Holz haben wir? 3. Also wir können nur ein Haus bauen. Das ist ein bisschen klein. Okay, ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Weil erst wenn ich das dahinter ziehe, kriege ich dieses Zusatzdingens. Also, zack. Gehe ich einfach mal doch hier in den Wald rein. Sorry, lieber Wald. So. Not enough resources, ja. Ich will das auch drehen. Ich klicke das mal und drehe es. Okay, jetzt kriegen wir hier ein Grundstück, wo später noch ein Zusatzgebäude hinpasst. Und das kriege ich auch gebaut, weil es kostet 2 Holz. So. Und jetzt machen wir hier mal zacki-zacki, damit die das schnell bauen. Und dann haben wir auch schon ganz gut was geschafft. Vielleicht fällen sie ja auch nicht sofort gleich alle Bäume. Ich glaube, da hinten wird jetzt Baumfell arbeiten. Aber gucken wir mal lieber hier beim Hausbau zu. Ich finde, das machen die sehr, sehr schön. Und wenn man sich überlegt, dass das im Wesentlichen einer alleine entwickelt hat, dann finde ich das schon toll. Er sitzt aber, glaube ich, schon ein paar Jahre dran. So, das sieht schon ziemlich fertig aus. Ja, wie gut, jetzt bei Regen. Und jetzt kommt die Familie mit den die Siedlerfamilie für den einen schon mal. Da steht, Bauern kommen zu unserem Dorf, das ist gut. Aber pass auf, dass es genug Essen und Brennholz gibt. Und hungrige und kalte Bauern könnten rebellieren. Das wollen wir ja nicht. Okay, dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!